So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Hashtag WorldScare, der deutschen Übertragung der Worlds in und aus Chicago. Nein, wir sind in Berlin, leider. Nächstes Mal vielleicht Chicago, oder Jungs? Was heißt leider? Sind ja in Spandau! Gut, was muss EDG ändern, damit... was ist los? Hey, ihr seid jetzt in meiner Moderation. Ja, du, dich hört man gar nicht, brauchst ja nicht rumseppeln. So, was muss EDG ändern, um, hallo, hier... Ja, EDG, was die ändern müssen. Was müssen die ändern? Jetzt mal eher... Also ne? Der Draft an sich war... Der Draft an sich war ganz okay seitens EDG. Das Problem daran war, EDG hat eine sehr, sehr stark skalierende Komposition mit Dryce gehabt, mit Ezreal, also Ezreal hat Early Game sehr stark, Mid Game slumpt der so ein bisschen, bis der jetzt sein Muramana, Manamun, ich verwechsel die immer. Muramana. Ja, das Muramana ist voll gestackt auf jeden Fall. Und im Late Game ist er halt wieder super, super strong, dann halt mit drei Item Spikes. Nur Rockstar ist ein Team, das erlaubt sowas einfach nicht. Vor allem, wenn die dann so drei super, super starke Lanes picken, zusammen mit einem krassen Early Game Jungler. Ich glaube, EDG muss definitiv ihren Draft so anpassen, dass sie das Early Game und Midgame überleben irgendwie, weil... Oder gewinnen. Ja, oder Koro eine Winning Lane. Ja, also ich würde eher sagen, dass die sich mal kümmern um Koro, weil, also, no joke. Das ja, ich glaube, die akzeptieren einfach, dass der halt, okay, da haben wir jetzt einen Top-Laner, der wird inten, aber wir bauen unser Spiel. Das ist unfair, auf. Imo. Weil guck mal, alle anderen Teams, also ich denke, dieser Snowball, den sie da bekommen, diesen Camp, den hätten sie bei jedem Top-Laner auf der ganzen, auf jeden Worlds bekommen, weil es einfach sehr sneaky war und halt brutal. Und es ist halt die Sache, dass er halt dann keinen Support mehr bekommt, keine Hilfe, kein Counter-Jank. Klar, irgendwann ist es vorbei. Ne, es ist, ja, ich verteidige, ne. Ja, es muss halt sein. Ja. Yeah. Aber es ist halt wirklich, EDG ist einer der Teams, die super, super, super wenig um den Top-Planer herumspielen. Ja. Ich habe da eine Empfehlung an EDG, falls ihr Jungs zuhört. Pickt dem doch mal Maokai. So, aber okay, andere, was wäre eine andere Herangehensweise? Kevin sagt, kümmern um Top-Laner. Also ja. Ich denke, krasses Early-Game. Priorität auf Midlane setzen vor allem. Man hat ja gesehen, die Midlane hat... Der Scout hat geknallt. Ja, er hat ja... Lasst euch nicht immer da irritieren. Er hat mit einem Matchup, das er eigentlich hätte verlieren sollen, seitens der Push-Pressure her, eigentlich even gespielt noch so. Und wenn jetzt noch mehr... Aufmerksamkeit für Scout gegeben wird seitens Jungle Gangs mit Invades und Warding und so weiter und so fort, kann man vielleicht mit EDG aus dem heraus carryen, weil Kuro ist auch nicht der beste auch in einem solchen Spieler. Ja, gut. Wir gehen mal in die Pick- und Bann-Phase. Wir sehen jetzt hier schon erste Reaktion, Jace Bann. ist legitim auf jeden Fall. Ja. Aber Rocks diesmal mit dem Nidalee-Bann. Letztes Mal hat ja EDG Nidalee-Bann. Ja, der ist ja Red Side-Bann mittlerweile. Ja. EDG könnte tatsächlich hier einen Poppy-First-Pick gehen, denn mit Syndra raus, Nidalee raus und Jace raus, wäre Poppy ein ziemlich safer Top-Laner für Koro, mit dem er eventuell halt auch nicht wirklich feeden würde. Er könnte ja sein eigenes Spiel da oben spielen und selbst wenn er 0-2 steht oder so, wird er super, super tanky oder sie picken jemanden in Canon, das geht natürlich auch. Ei, Canon, ja. Canon war bisher ein Pick auf den Worlds, wo man gesagt hat, GG. Canon ist halt wirklich, wirklich richtig potent, gerade was Teamfights angeht. Aber auch auf Alain hat er echt sehr gute Aussichten. Was wäre da? Ophira? Das wär Mensch, ich habe doch vorhin drüber gesprochen. Das wäre eigentlich, also das würde gar keinen Sinn machen, weil Canon Ophira in der Lane halt vernichtet. Ja, ja klar, ist ja auch gerade überhaupt nicht, ne? Aber ich erinnere mich, letztes Jahr Fiora, Smap, das war einfach schön. Das war richtig schön anzusehen. Fiora so, wir haben jetzt aber wieder Zyra und Gorilla auf Zyra, wir haben es eben gesehen, da kriege ich halt Schmerzen im linken Hodensack. Dafür aber Scout wieder auf Ryze. Das hat mir echt gut gefallen. Aber woran hat es gehapert? An der Zyra. Immer wenn Ryze halt ein Play machen wollte mit der Ulti, war da halt Zyra, macht ihre Combo. Und er war halt RIP. Und jetzt macht man quasi genau dasselbe wieder. Ja, schwierig. Ja, Zyra kommt gerade also in den Viertelfinale in den Matches oder gestern. Kommt gerade so durch. So als so hin OP irgendwie so ein bisschen. Ja. Weil super gegen Engage ist, super als Engage, super als Poke und einfach so ein zweiter AP-Carry mit sehr viel Damage. Ja, vor allem kannst du mit Zyra, das hat gestern glaube ich jemand gemacht, SKT, mit Zyra Meisehaar kannst du jedes Objective einfach so schnell und so safe ist einfach so machen. Du spielst einfach so, als wärst du hier bei Hearthstone auf einmal. Ja, also da war noch irgendwer mit Minions, das war Meisehaar, Zyra und Elise, genau. Genau, und das ist halt, das Minute 1, Strike. Das ist halt insane, weil du kriegst kaum Schaden da selber und ja. EDG jetzt hier eine sehr aggressive Com, ne? Du hast gute Fight-Eröffnung mit Jhin
und kannst auch sehr gut flängen mit Ken, du kannst gute Sachen einleiten mit Ryze, das hat man eben ja schon gesehen. Auf der anderen Seite halt wieder... Twitch gelockt? Noch nicht, ne. Twitch gelockt? Ah, nee, doch, ja, 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 ja. Doch, ist GG. Und auch Aurelion Sol. Ja, GG. Ansonsten halt wieder die gleichen Picks, ne? Warum? Never change ja, the running nicht. System. Fuck. Ich wurde wieder getrollt, Mann! Aber es sah halt aus, als wäre es da drüben die Fresse! No filter! No filter! Sitz im Maokai! Ja, aber das ist Smap. Ach, Smap, verdammt, warum denn Smap? Null. Nee, aber das ist der Plan. Jetzt kann Koro ihn nicht picken, verstehst du? Er ist doch schon kennen. Ja, ist doch egal. Ist doch egal. Aber es kann auch ADC sein, kennen. Das kann tatsächlich. Das ist Jin. Deft? Hat Deft nicht Jace ADC gespielt? Das ist Ryze. Ryze top. Ah, nee, Maokai. Ja. Alistar, bin ich großer Fan. Also, wir haben eine. Gehen wir mal davon aus, Alistar ist halt eine geile Lane mit Jin. Gerade wenn du, gerade für einen Jungler ist das halt super, super angenehm. Und man hätte wirklich eine richtig krasse Engage-Kombo. Hikarim hat doch Clear Love schon mal gespielt, glaube ich. Ja, der hat auch ziemlich gut gespielt. Das war ziemlich gut. Ich finde auch, nicht mehr so oft. Ich finde auch, Hikarim Karma ist eine sehr starke Rotation, weil Karma sehr gut mit Kennen und Hikarim synergiert und Kennen allgemein ist super stark mit Ryze zusammen. Also du teleportierst dich einfach rein ins Team und drückst R und Sonjas und dann... Du hast halt so ein Flank-Potenzial auch. Du musst halt nicht mal wirklich deep warden, du kannst einfach auf der Lane stehen. Nee, einfach den Gegner go machen. Ja. So, du kannst halt echt die Gegner überrollen. Aber du hast halt einen echt guten Peel, ne? Also Zyra, Aurelion, der knallt auch die weg und wenn man... Es kommt jetzt ein bisschen auf den ADC drauf an, finde ich. Weil wenn man da so ein... Sivir wäre okay. Ja, irgendwas... Ezreal wäre auch okay. Ja, wobei ich finde, ein ADC, der halt Peel braucht, aber ansonsten komplett ausrastet. So, das sehe ich hier, muss ich sagen. Also, dass man die Gegner quasi reinrennen lässt. Und, aber auf der anderen Seite ist vielleicht Rocks Tigers. Ich meine, die haben eine aggressive Spielweise. Es hat eben schon gut geklappt. Eigentlich reicht ja ein Lee Sin und Aurelion, um das Ganze early zu gestalten. Das Problem, das Rocks gerade mit der Komposition hat, ist, dass sie außerhalb eines Kate Flanks. Keinen wirklich starken Engage haben. Also was haben sie? Sie haben einen Lee Sin Flash Kick oder eine Q. Ja, Aurelion, wenn er Ball spielt und Maokai TP Play. Das ja, geht ja der Flank TP Play und das war's. Aber die haben jetzt nicht dieses direkte. Also ja. Rox muss sehr viel mehr Setup betreiben, um einen Engage zu machen, wohingegen EDG mit Hecarim, mit Ryze einfach sagen kann: Jo Leute, wir gehen jetzt rein und dann gehen die halt rein. Ja. Also Rox muss da viel, viel vorausschauender spielen, falls sie die Engages suchen wollen. Ich wollte gerade sagen. Denke, die werden damit kein Problem haben. Ja, und auf der anderen Seite, falls sie die Engages suchen wollen, also ein Lee Sin reicht ja sehr oft, auch wenn es ist halt plump, man muss immer ein bisschen gucken, wie die Situation natürlich ist. Aber ich glaube, sie wollen hier auch wirklich, dass EDG einfach reinrennt und das dann kontrolliert abbauen. Also das sehe ich das schon. Auf der anderen Seite können sie trotzdem ihren Spielstil wahren, weil sie einfach Aurelion und Zoll haben, weil sie Lee Sin haben. Für ein krasses Early reicht das voll aus. Was mich irritiert, ist einfach Smap auf Maokai. Du hast Smap im Team und gibst ihm Maokai. Also ich habe eben aus Spaß gesagt, gib den Koro. Ja, ist halt ein guter Maokai-Spieler. Ja. Ne? Kevin, was meinst du? Wie wird das aussehen? Ich finde Maokai eigentlich sehr smart. Gegen Kennen ist das halt sehr gut, weil du sehr tanky wirst und er nichts gegen dich machen kann und du ihn töten kannst. Also no joke. Kannst du ihn? Ja. Und Maokai kannst du ihn nicht töten. Maokai macht sehr viel Schaden. Okay. Ja, und weil dafür Kennen, ist ja Maokai bekannt, ne? Viel genau. Schaden. Ja. Also in der Lane, no joke. Also was ist das hier für eine Analyse? In der Laning-Phase macht er echt viel Schaden. Level 6 bis 9 ist das echt krass. Also er hat richtig guten Grundschaden, auch später Late-Game. Wir sehen es in manchen Matchups. Aber zumindest kann Koro auch gut farmen. Also klar, er hat keine Kill-Pressure, aber sollte gut farmen. Er kann wieder ist auf jeden Fall eine bessere Lane als letzte Mal, Seien wir ehrlich. Aber er kann wieder gekämpft werden. Sehr, sehr easy mit Maokai. Das ist halt die Sache, ob sie das wieder abusen. Aber mir gefällt die Kombo sehr von Rox. Ja. Bleibt abzuwarten, mir gefällt es auch sehr gut, außer der Maokai, da bin ich anderer Meinung, aber das sehen wir gleich bei No Filter. Bitteschön. Dankeschön. Ah, jetzt dürfen wir. Ne? Jetzt dürfen wir reden. Auf einmal dürfen wir reden. Jetzt ist wieder erlaubt. Das Ding ist, Mann, das Ding ist, du kannst im Augenwinkel von Prey sehen, wie sehr er sich selbst dafür hasst, diese Caitlyn hier einloggen zu müssen. Ist halt weil wirklich nicht nett. Du wirst keinen Spaß haben. Gegen Hecarim, gegen Kennen. Und auch Ryze ist ein Kandidat, der schön in dein Gesicht springen kann. Da hast du als Hypercarry keinen Spaß. Wir haben gesagt, dass Ezreal, und das Gute ist, dass wir hier hinten in der echten Analyse-Ecke, also da, wo wirklich die Ahnung ist, gesagt haben, dass Ezreal ein guter Pick gewesen wäre. Dann aber der Schaden ein wenig fehlt.
Ich meine, Vayne wäre in der Theorie lustig geworden. Faktisch hast du gegen Ken aber selten Spaß als Vayne. Weil du halt, egal wo du stehst, stehst du in der Ultimate. Also du musst halt quasi, du kannst Vayne dann picken, wenn du weißt, du hast ungefähr 25 Sekunden Zeit, die Cooldowns der Gegner abzuwarten, bevor du gegen den Fight engagest. Gegen Hackerin funktioniert Vayne sehr, sehr gut, weil du eben mit deinem Tumble und gerade in Kombination Ultimate-Tumble, wo das Tumble dann aber ein bisschen größer wird, hast du unglaubliches Outplay-Potential gegen den Hackerim-Spieler. Du kannst das komplette Ultimate juken, du kannst seinen Ansturm juken, du kannst ihn outplayen mit Condemn. Ja, hätte, wenn und aber. Jetzt haben wir hier eine Caitlyn, die wird keinen Spaß haben gegen Hackerim. Aber Caitlyn Zyra, die einzige Lane, die gegen Karma, Jhin Druck aufbauen kann. Eben, und das war das Wichtige, weil du konntest nicht noch eine Losing Lane picken zur Top-Lane. Du willst eine Seite stark haben, ansonsten ist der Midlaner, der Pressure hat, nämlich komplett wasted, weil er quasi keine Möglichkeit hat, wegzugehen. Wir haben gesehen, dass Maokai den Trick gemacht hat, der 2005 bei MSI das erste Mal im Competitive benutzt werde. Drei Zeplings für den frühen Zerstörung der Raptoren, möchte ich es mal nennen. Kure wiederum hat den Gang-Trick gemacht, den könnte sich einkleiden, hat deswegen in der ersten oder nach der ersten Wave schon sein Level 2, das hat Scout jetzt auch erreicht, also so ausschlaggebend war es nicht, wobei Kure das hier relativ sauber gespielt hat. Scout hat dieses Matchup eben überraschenderweise für uns beide dominiert und ich bin gespannt, wie es diesmal ausgeht. Ja, und überraschenderweise hat EEG auch genau das gleiche Matchup erneut gewählt. Ich hätte Aurelion Sol nicht offen gelassen. Also Aurelion Sol war für mich, meiner Meinung nach, zusammen mit Gorillaz Zyra der ausschlaggebende Faktor, warum man dieses Spiel so eindeutig verloren hat. Beide Champions wurden in der Pick-and-Bun-Phase komplett ignoriert. Also Zyra in der ersten Rotation von Rockstar eingeloggt. Das kann man, gut, das will man jetzt nicht unbedingt verhindern, aber Aurelion Sol, dass der nicht gebannt war, für mich ein absolutes Fragezeichen. Kielo steht da interessanterweise gerade neben dem Busch. Genau, was er sich davon jetzt erhofft hat. Allerdings kann er hier keinen ersten Gank setzen, wie er sich das vielleicht erträumt hätte. Ich bin von diesem Maokai-Pick, also ich bin da ein bisschen bei Max, muss ich sagen. Ich auch. Also der ist scheiße, weil ja, er macht, ja, er macht Schaden. Ja, er ist tanky, aber den Status musst du auch erstmal erreichen. Also ein bisschen in der Theorie, ab der 20-Minuten-Marke bist du gegen Ken relativ safe. Aber wenn wir, ich denke mal, wenn dieser Maokai gekämpft werden würde, ja, wenn Clearlove seine Gank-Pressure auf Kennen packen würde, dann hätte man hier eine sehr gute Chance. Also in der Praxis wird dieser Maokai-Pick funktionieren, so viel sage ich jetzt schon mal vorneweg, weil Peanut sehr viel bei ihm sein wird, um diesen Kennen unten zu halten und den Koro 1 zu abusen. Aber grundsätzlich finde ich, dass man einen Champion, also dass man einen Spieler wie Smap nicht auf Maokai packen sollte. Das ist für mich auch ein Stück weit die Argumentation. Ich muss sagen, dass ich das Gefühl habe, dass Maokai vielleicht ein bisschen unterschätzt vom Schaden her auf der Lane selber. Ich persönlich bin auf der Top-Lane natürlich völlig bad, ne? Also da Meteoros-Level quasi. Und oh, nee, übertreib mal nicht. Nein, Spaß beiseite, aber ich hab da große Probleme natürlich und muss sagen, dass der Maokai-Schaden mir da schon immer durchaus machbar vorkommt. Nichtsdestotrotz hätte ich hier sehr gerne ein Skill-Matchup gesehen und das haben wir jetzt hier nur bedingt. Kure jetzt hier mit den frühen Blue-Buff und da allerdings das Hekerim down möchte ihn den austreiben. Kure muss hier früh flashen, trotzdem kommt Kilop hinterhin, aber es reicht nicht. Es reicht nicht, das war ein sehr gutes Flash von Kuro, der wirklich in dem exakt richtigen Moment und exakt richtigen Winkel geflasht ist, sodass Klelov eben den Gank nicht erfolgreich vollenden konnte. Also liegt natürlich auch daran, dass er auch Ghost gezündet hat und deswegen halt mit den Ghost von Klelov quasi mithalten konnte. Jetzt, normalerweise würde man sagen, ja gut, aber Kuro hat jetzt dadurch Pressure verloren. Nee, hat er nicht. Der hat trotzdem durchgepusht, der geht jetzt in die Base. Ist halt auch Aurelion Sol. Der hat halt einen dauerhaften Teleport, hat man das Gefühl. Nur mit einer etwas höheren Channel Time. In der Theorie sollte er grundsätzlich nie Pressure verlieren. Also du kannst die Lane, wann auch immer du es willst, in den gegnerischen Turm pushen. Da gibt es eigentlich keinen Midlaner, der da Early Game mithalten kann. Und hier sehen wir, dass Smap halt gut auf die Fresse kriegt. Und das könnte ein Q noch. Nee. Den Winkel kriegt er nicht und auch der Cooldown war nicht da. Aber auch wenn er flasht, wirft Smap. Aber ja, er forst ihn in die Base, ist CS-mäßig ein bisschen behind, aber er kann die Wave nicht rauspushen, weil er zu low ist. Und wenn dann wiederum Smap auf die Lane geht, verliert er im Endeffekt mehr, als er gewonnen hätte. Also es gibt hier keinen Vorteil, aber der psychologische Effekt, dass man jetzt das Gefühl hat, dass Dentus weiß, was er sagt, ist zumindest da. Ja, ne? Das ist auch für mich überraschend. Ja, aber es ist ja völlig klar, dass Kennen hier den Maokai im Early Game Out-Damage. Und da ist schon wieder hier eine Flasche Wasser Ja, das ist hier einfach. Kollateralschäden nenne ich das mal wieder. Auf der Botlane sehen wir, dass Deft jetzt hier versucht, einen Recall bei 33 CS zu nehmen. Den Peanut. Oh, Peanut wird den
Oh mein Gott, Deft ist so in Trouble, muss hier sofort den Heal zünden. Gorilla beschäftigt Maiko in der Zeit. Das ist so bitter und jetzt haben wir hier wieder das absolute Fluggerät. Kuro ist auf dem Weg, der hat die Ultimate schon ab. Ich glaube, das könnte Double Kill werden, aber Deft denkt sich, nein, geht, Teleport, alles hier runter in die Botlane. Nee, Teleport gibt's schon mal nicht, also das ist nicht im Angebot. Ryze allerdings da und Rocks Tigers hat keine Lust auf diesen Botlane-Dive. Sie haben es im ersten Game selbst gezeigt, dass man diesen Botlane-Dive zumindest in Grundzügen auch outplayen kann. Ja. Das hat hier in dieser Szenerie, muss es gar nicht bis dahin gehen. Wobei ich finde, und das kann ich als AD Carry Main mit sehr hohem Skill auch wirklich zu Recht sagen, dass Jhin einer der schlechtesten Champion ist, um weise Tower Dives zu outplayen. Erklären wir nochmal hier das Outdamage. Im Return Trade ging es dann wieder. Gorilla setzt da Michael gut zu. Ich gebe dir das da recht, Jhin macht da nicht so. Okay. Da. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Peanut und ich gehe dir heute auf die Nerven, sagt er da zum Deft. Deft bleibt jetzt hier stehen und Kuro ist auf dem Weg. Das riecht für mich immer so ein Stück weit nach Kills. Ja. Kuro ist jetzt im Try und man will ja dieses Turret First Blood sehr, sehr gerne haben, um dann eben Laneswaps einleiten zu können, um frühere Tier 1 Rotation zu machen. Geh rein, Peanut! Nee, mein Body. Balls. Keine Balls. Keine my Balls. Mind is telling me no. But my body. But my body. Wir haben hier die sehr frühen Dreier-Boots diesmal wieder auf Kuro. Also er entscheidet sich vor dem Glückwünschen-Sieger, was wir eben angesprochen haben, eben für dieses Item durchaus ein Stück weit verständlich. Scout ist jetzt hier zum Botlane. Wir haben quasi eine Aram-Situation auf dem Botlane. Ein berühmtes Arab. Und Kyrillos einfach down. Wunderbar gemacht von Kuro, aber was zur Hölle? Scout wird jetzt hier exhausted, zündet Ghost dagegen. Kyrillos steht völlig neben sich. Also warum geht der da hin? Das ist halt wirklich eine Performance, ähnlich zu der, Monte Cristo hat es ja gesagt, dass er seine persönliche Tiltliste hat von Spielern, die auf der Weltmeisterschaft komplett die Erwartungen nicht erfüllen. Aber wir sehen es jetzt hier nochmal. Also Kyrillos steht da vorne rum und geht einen Schritt entgegen, sieht den Stun scheinbar zu spät, wird dann auch noch von Gorilla rausgenommen. Das ist so viel Long-Range-CC, dass du jetzt jemand, der keinen Range-CC hat, keinen Range-Wave-Play hat, da überhaupt nichts verloren hat. Nein. Also du darfst, er ist auch wirklich nach vorne, da hast du positionstechnisch absolut überhaupt nichts zu suchen. Aber es gibt nochmal zwei in dieser Story. Kuro hingegen hat da sehr gut reagiert und Smap hat sich die Kleinen vom Blue-Buff gegönnt und wird jetzt hier in den nächsten Trade gehen. Sofort die Ultimate vom Cannon. Und das ist eine defensive Ultimate und das spricht eher dafür, dass hier Maokai gerade mehr Schaden hat. Ja. Könnte man so sagen. Ja. Ich meine, Kevin lacht jetzt hier und sagt, ja, ich habe recht, meine Freunde, aber ich kann mich immer darauf fokussieren. Oh, Dev kriegt hier sofort einiges ins Gesicht. Zwei Pflanzen kombiniert mit einer Caitlyn-Ult ergeben jede Menge Aua im Kopf oder am Kopf. Und wir sehen... Ja, im Kopf. Im Kopf auch. Im Kopf. Wenn man sich die EDG-Spieler anguckt. Aber um meinen Satz zu vollenden, ich kann mich immer darauf berufen, dass hier Smap gegen Kuro 1 spielen. Das ist völlig scheißegal, wer welche Champions da oben spielt. Peanut ist jetzt zur Stelle. Oh, die Action-Map, Action-Cam weiß gar nicht wohin mit sich. Okay, und auf beiden Seiten wird es gar nichts. Also weder geht Peanut da rein, noch ist diese Ultimate von Jhin auch mit irgendeiner Art und Weise. Also es ist zum ersten Mal, dass ich sehe, dass die Jhin-Ultimate zum Wave-Clear eingesetzt wird. Ich habe es schon mal gesehen, aber ich fand es damals schon erschreckend. Ja, Peanut ist jetzt hier. Der Kick ist nicht so gut, aber unten hast du jetzt wieder Playmöglichkeit. Ultimate. Oh, Maiko spielt das klasse. Das Exhaust rettet jetzt auch noch ein Stück weit sein Leben. Und wenn Jhin jetzt eine Ultimate hätte, dann könnte das echt unangenehm ausgehen für Rockstar. Ja, es wäre halt wirklich sehr gut, wenn man jetzt hier zum Re-Engage die für den Re-Engage oder Engage genutzte Jhin-Ultimate zur Verfügung hätte. Das ist nicht der Fall und so haben Prey und Gorilla hier leichtes Spiel. Übrigens, in 80% aller Spiele bei der Weltmeisterschaft wurde das First Turret Gold in der Botlane genommen. Auch hier ist das jetzt der Fall. Caitlyn kriegt sie allein, das sind 650 Flocken für die gute Caitlyn. Und 650 Flocken bei einem Farmvorteil von ohnehin 20 CS. Ja, RIP. Ja, mein Lieber, ja. Wir haben die Text-Reboost jetzt auf Caitlyn, also geht für eine andere Variante, als wir es eben bei Caitlyn gesehen haben. Nicht für BF Pickaxe into Seal später, sondern tatsächlich in BF into Text-Speed Boots. Kombiniert das Ganze mit einem Kai, also wird er auch nochmal später eincashen können. Nimmt gerade. Macht Sinn. Ne, quasi einen Bausparvertrag, sowas in die Richtung. Macht Sinn, hier die Zweier-Boots relativ früh zu holen, weil du bist gegen Cannon, du bist gegen Hackerin. Da brauchst du jeden Punkt im Movement Speed, den du irgendwie bekommen kannst. Ich muss sagen, dass ich gerade sehr,
sehr angenehm durchschnaufe, weil ich hatte bei Hecarim gesehen, dass er einen Ruby Crystal und einen Mana Kristall gleichzeitig hatte. Und ich hatte schon die Befürchtung, dass wir hier einen Glory Rush Ages sehen. Ein was? Ein Glory Rush. Righteous Glory? Nee, ja. Das Horn? Nee. Ja doch, das Horn der... Ja, die haben das immer Horn, das Horn des Ansturms. Ich dachte immer, weil das für mich das wahre Horn ist natürlich als tief verwurzelter Aram-Spieler. Ja, ja, für mich auch. Wir haben das immer nur bei CW Horn des Ansturms genannt. Horn des Ansturms, ja, ja. Dann weiß man natürlich Bescheid. Das wäre für mich komplett... Booted. Ja, nicht schön gewesen. Nein. Wir sehen jetzt, dass EDG hier quasi viermal runterzieht, um jetzt die Deepwater-Stellen zu gehen. Also wollen sie diesmal das aktivere Team sein. Das muss auch die Botschaft gewesen sein, die der Coach ihm mitgeben muss. Wenn wir Pressure haben oder wenn wir das Gefühl haben, wir haben Items, dann müssen wir was machen. Und auf der Top-Line wird jetzt auch was gemacht, wenn nicht Koro gechased. Da ist der Sapling positioniert worden. Der ist klasse. Die Ken-Ultimate ist da. Peanut wartet sehr geduldig ab. Koro hat keinen Flash. Dementsprechend der Kill auf der Botlane sofort. Crossman-mäßig der Fight. Aber auch da konnten sie zuschlagen. Zumindest Maiko im Gegenzug sich hier gönnen und Scout ist auf der Suche nach Prey. Der hat noch hier, der hat noch Flash, der zieht den hier relativ. Ja, guck dir mal, wie schnell der ist. Hashtag Counterplay, sage ich nur so. Ja, das ist hier einfach Scout, der ihn da hinterher joggt. Allerdings nichtsdestotrotz die ganze Szenerie für EDG vielleicht ein Ticken besser, wenn sie diesen Drake nehmen könnten. Können sie aber nicht. Ich glaube, das Ganze geht hier relativ eindeutig an die Rocks Tigers, denn sie haben in der Überzahlsituation A auf der Top-Lane einen schönen Kill geholt und B haben sich hier outplayen lassen. Oh. Denn dass man hier noch 1-1 tradet, das darf eigentlich nicht passieren. Nee, Maiko da mit einer Fehlpositionierung auf Doom. Aber das ist halt wieder auch die wieder Syrah, ne? Ja, ja, das ist super Syrah. Syrah ist da sehr, sehr stark, solche Heranstürmenden gegen Ganks oder Überzahlsituationen zu zonen und dann vielleicht für einen Turnover zu sorgen. Für mich nur am frevelhaftesten, dass Scout auch noch seinen Ghost Summoner Spell benutzt hat, um da relativ sinnlos zu chasen und zwar immer nur einen Schritt in eine Minion-Wave und dann wieder umzudrehen. Also das war wirklich nicht optimal ausgespielt von Koro. Koro geht da jetzt rein. Und Koro ist so vor dem Bitter. Koro tut mir so leid. Koro zu Wäldern sind hier nochmal ein bisschen delayed, aber der Tod ist natürlich da. Peanut bekommt hier den Kill, das ist vielleicht nicht optimal. Keine Möglichkeit dagegen was zu machen, weil er in dem Moment schon tot ist. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf ein kleines geniales Ding von Smap eingehen, der eben bei dieser Chase-Aktion bei Ken hatte ja vorher einen Setzling in dem Busch positioniert, der für den Slow gesorgt hat, um Koro wiederum zu catchen, was einfach sehr weitsichtig gedacht war. Macht jetzt im Endeffekt nicht den großen Unterschied, aber es sind diese Kleinigkeiten, die quasi auch diese Weltklasse-Spiele einfach ausmachen. Ja, für mich sind es die Kleinigkeiten, die Koro 1 nach diesem Kill auf der Toplane dann seinem Team mitteilen kann. Und zwar das Einzige, was er sagt, das sind so die Momente, wo du als Toplaner dastehst und sagst dann einfach nur Maokai Flashdown. Mehr ist da nicht zu sagen. Da benötigt jetzt nicht viele Kommentare. Koro 1 wird hier auch im zweiten Spiel hart gekämpft. Und Rocks Tigers. Wie oft haben wir das hier schon gesehen? Dass Rocks Tigers Top Lane Fokus, zwei Ganks setzt und danach trotzdem den ersten Drake bekommen. Darf halt nicht passieren. Weil die Gegnerteams nicht in der Lage sind, Crossroad-mäßig hart genug zu punishen. Weil Syrah das sehr stark gemacht hat. Und weil Scout gechailt hat. Also es sind halt einfach diese Dinge, die EDG im Early Game immer wieder Probleme bereiten und die wir jetzt auch hier wieder sehen. Und solche Fehler gegen Rocks Tigers führen dazu, dass du jetzt hier an deinem Tier 1 Midlane-Druid bist und von einer Caitlyn angeschossen wirst. Das ist nicht nett. Ja, die Rocks Tigers sind ein Team, das musst du eigentlich dazu zwingen, diesen Drachen zu nehmen. Also eine unglaublich schwache Drake-Control über den kompletten Split hinaus. Und auch in diesem Turnier haben sie bislang nicht die souveränste Objective-Control gehabt. Und gerade was diese ersten Drachen angeht, eine absolut unterdurchschnittliche Performance. Allerdings, und das darf man nicht vergessen, auch EDG mit einer grottenschlechten Objective-Control. Oh. Peanut geht rein. Der Blue wird resetten, da gibt es kein Vertun. Gorilla. Er wird hier immer wieder so ein bisschen angeschossen aus der Entfernung. Er möchte sich da quasi natürlich bestmöglich verteidigen. Aber hier zu fighten, halte ich aus Sicht von Rocks Tigers fast schon für zu aggressiv. Aber Peanut hat den Blue. Und das war alles, was man wollte. Ryze wurde dieser also denied. Er hat natürlich hier mit Trainer und Katalysator schon einiges am Start. Aber nichtsdestotrotz in dieser Phase nicht so ausschlaggebend. Scout kann wieder mal diesen Stun denyen. Und Koro kassiert hier auf der Mitte immer noch weiter relativ viel Schaden, auch weil er sich gegen MR. Wenn ich diese Caitlyn-Ultimate sehe, die einfach auf einen Full-HP-Target gehen, dann kriege ich jedes Mal Zahnschmerzen. Aber ich meine, erstmal bist du ja Zahnarzt und solltest damit relativ wenig Probleme haben. Ja, zweitens, was willst du sonst damit machen, ne? Ja, aber das ist halt... Nein, ich mag es einfach nicht. Ja, auch Forgiven macht das immer. Oh, Peanut ist jetzt da gegen... Oh, der Q connected.
Aber er weiß, nee. Moment mal, Krylov kann auch nicht allzu weit weg sein. Aber das hier ist jetzt wieder eine der Situationen, die im Competitive existieren, die in der Solo-Queue quasi erst ab der absolut höchsten Elo überhaupt auftauchen. Dass ein Gank dafür genutzt wird, nicht einen Kill zu forcen, sondern einen Gegner vom Turret wegzuzonen und dann diesen Turret zu nehmen. Rockstigers erhöht damit den Goldvorteil auf hier gerade 5000 nach 16 Minuten. Und wir haben gar nicht viel gesehen bislang. Das ist es ja. Also wir haben gar nicht viele Scrimmages gesehen, eigentlich gar kein Scrimmage gesehen. Das waren alles nur Sitemap-Plays. Wir hatten die Arab-Situation auf der Botlane. Ja. Die dürfen wir nicht vergessen. Ja. Aber das war's dann auch erstmal wieder. Und selbst die war eigentlich nur um den First Blood-Turm, um das First Blood-Turm-Geld zu erwirtschaften. Ja, insgesamt sieht das wieder sehr, sehr souverän aus für Rocks Tigers, die ja auch im ersten Spiel sich relativ souverän durchsetzen konnten. Da hat es dann ungefähr zur selben Zeit nicht viele Minuten benötigt, um dann einen Goldvorsprung im 10.000-Bereich aufzubauen. Hier sind wir jetzt, wie du schon gesagt hast, bei Runden 5.000. Ja, eben 5. waren wir bei 10.000 bei Minute 27, genau. Nachdem wir diese Nash-Situation hatten. Also sie haben ja quasi nochmal 10 Minuten Zeit. Jetzt wird es allerdings auch schwerer, weil der letzte T1 ist der Midlane-Turret. Der ist diesmal nicht ganz so einfach zu holen. Gerade gegen eine Jhin Karma kommt, musst du da schon gucken, dass du sie ein Stück weit weggesohnt bekommst. Aber das scheint hier bisher noch relativ solide zu funktionieren. Scout hat natürlich einen Wave-Tier. Dieser Ryze ist ein bisschen tricky, was Wave-Tier angeht, aber er ist da tatsächlich ziemlich potent, auch wenn das manche nicht wahrhaben wollen. Also damit kannst du das schon machen. Auf der anderen Seite ist Caitlyn mit den Traps allerdings auch most annoying Champ ever. Ja. Weil diese Traps sind einfach nur richtig widerlich. Die sind richtig, richtig widerlich. Ja, sehr, sehr wenig Counterplay dagegen, weil zu diesem Levelbereich mittlerweile maxt man den Q wieder auf Caitlyn oder man steckt zumindest auf jeden Fall 3 Punkte in diesen Q für den Wave Clear und Lane. Kina geht jetzt gerade in Dive-Position, trifft den Q, will sie wieder eher wegzone, aber damit kriegt man halt den T1 Midlane-Turret und das ist so stark von Rocks Tigers und EDG muss jetzt endlich langfristig reagieren. Hier kommt die Ultimate, das könnte mal ein Engage werden, aber da steckt man jetzt auch nicht allzu viele Ressourcen rein. Das kitzelt! Es bleibt halt einzig und allein bei dieser Jhin Ultimate. Die Jhin Ultimate, die kitzelt so ein bisschen. Ja, ich meine, die tut auch richtig weh, wenn du da halt drauf engagest. TP flankt mit Kore, die Leute sind super aggressiv, aber visionmäßig ist hier gerade auch relativ wenig am Start für die Jungs von EDG und Rocks Tigers. So, und jetzt unten auch noch Kore 1 weg. Das hier ist gerade ein bisschen Auflösungserscheinung bei EDG und das ist das Team, was im Finale von China RNG 3-0 weggedonnert hat, eben mit überragenden Makro- und Crossmap-Action. Und davon siehst du hier gerade im Moment überhaupt nichts. Sie werden ausrotiert und da komplett zernommen. Ja, die werden hier komplett auseinandergenommen. Was zum Großteil daran liegt, dass du mit Clearlauf einen Jungler hast, der normalerweise gerade in den ersten 20 Minuten eine dermaßige Präsenz hat, die von keinem anderen gematcht werden kann. Der baut so viel Druck auf, der ist permanent im gegnerischen Jungle, sorgt dafür Vision, sorgt dafür Druck. Und im Verlauf dieses Turniers und auch im Verlauf dieser Serie ist das bislang gar nicht der Fall. Steht komplett neben sich, der gute Clearlauf. Clearlauf war ein Spieler, der es zeitweise geschafft hatte, über mehrere Spiele hinweg eine 85%ige Kill-Participation zu haben. Peanut mit dem Kick, Michael mit dem Flash, Exhaust auf Peanut, Ultimate von Caitlyn. Peanut jetzt vielleicht der in Gefahr ist, aber never mind, Kuro ist da. Hier kommt das Pferd, Clearlauf geht rein, er will jetzt Peanut tot sehen. Der Flash, oh, sidestep die Hilgrim Ultimate, aber irgendwann wird er sterben. Yep. Kuro jetzt hier auch noch im Bedrängnis, er flasht, wird CC. Hier kommt die Ultimate und jetzt kommt gemacht. Der Stun ist da, Clearlauf kann allerdings da bleiben, wo er keinen Schaden kriegt. Smap ist da. Die ist aber hauptsächlich Tank und sonst nichts. Kuro hat Clearlauf getötet, meins gegen 1. Hier kommt Gorilla. Dreimann Snare, die Ultimate gegen 4. Kuro ist im Exhaust. Kuro ist down. Und Rocks Tigers vernichtet EDG. Ein Ace. Gorilla Country, kann ich nur sagen. Also wenn man denkt, man hat alles gesehen, dann kommt Gorilla und zeigt dir einfach, wie es funktioniert. Der Typ ist ein Gott. Der einzige Spieler, der Best in Position ist, der als Best in Position in dieses Turnier gekommen ist und delivered. Das muss man mal sagen. Also weder Death, der als bester AD Carry reingegangen ist, noch Clearlauf, noch Faker, noch nicht mal Smap konnten so wirklich zeigen, was sie drauf haben. Aber dieser Gorilla, der performt. Das Ganze hat angefangen mit einem Catch an Maiko, der das Ganze relativ gut löst. Peanut dann in starker Bedrängnis. Und jetzt dieser Sidestep. Der Sidestep hier von Peanut. Der war, oh. Aber das war halt auch 50% Sidestep, 50% Boosted von Clearlaw. Kuro ist sehr lange hier mit der Ultimate gewartet, trifft dann 4 Leute. Jetzt achtet mal einfach auf Gorilla. Da kommt der an und denkt sich, Boys, macht weiter, ich komme. Papa kommt.
Ja, macht weiter. Und jetzt der Flash, die drei Tage juicy. Ultimate hinterher. Exhaust Kurve vielleicht ein bisschen zu viel, aber da, das gibt höchstens Abstriche in der B-Note und auch da sind wir trotzdem noch bei voller Punktzahl. Also das ist auf jeden Fall hier delicious und 3781 Schaden in einem Teamfight bei Minute 17. Hashtag broke, mein Lieber. Hashtag ja. broke. Und da sieht man, was der beste AD Carry der Welt, Death, auf Jin anstellen kann in so einem Teamfight. 599 Schaden in diesem Teamfight, wo er, und jetzt sagen wir mal ehrlich, konstant hätte Auto-Tippen können. Ja, das, was ihn da vorhin herflog, das hatte Welle um sich herum und hat Damage gedrückt. Also so angenehm ist es nicht, aber Kritik muss ja erlaubt sein, weil die Performance von Deft in diesem Spiel fragwürdig im Turnierverlauf unterdurchschnittlich für seine Verhältnisse. Er ist immer noch auf einem hohen Niveau, das darf man nicht abstreiten, aber es ist nicht das, was wir erwartet haben. Wir haben mit Kirov den dominantesten Jungler erwartet, Pustekuchen. Wir haben mit Deft einen Laner erwartet, der nahezu jedes Turn-Tour mit Maiko zusammen dominieren kann. UCI, Mata und dann hat man gesagt, ja, Deft, Maiko und viele haben gesagt, ja, Gorilla, ja, klar, Top 3, aber Prey hat seine besten Tage hinter, das sehe ich ja auch, Pustekuchen zum Quadrat, mein Lieber. Ja. Der ist richtig on fire. Ja, Deft Maiko war eine Botlane, die in China nicht durch überragende 2v2-Plays in quasi ins Auge gestochen sind, sondern dass sie eben jede verdammte Lane farmtechnisch gewinnen konnten und dann abschließend in Teamfights mit Deft einen AD Carry hatten, der gefarmt eine Positionierung hatte, die seinesgleichen sucht. Also er war immer da, er hat immer die absolut maximal mögliche Anzahl an Auto-Attacks mit jedem Champion abgeliefert. Und gerade sein Jhin und Ezreal, die waren auf einem komplett anderen Level. Hier aber das kann er bis hierhin einfach noch nicht zeigen. Und das ist etwas, was wir bei vielen Spielern immer wieder sehen, dass da bei internationalen Turnieren dann doch eher ein bisschen schwächere Performance präsentiert werden. Ultimate-mäßig sind wir hier mittlerweile auch auf extrem harten Power-Spikes. Sie sehen Guardian's Angel, den Schutzengel bei Smap. Der kann diesen Nash so lange tanken, der kann da drum Kreis rennen, währenddessen irgendwie sonst was ausführen und wird es trotzdem schaffen. Also für ihn ist das gar kein Problem. Die Reaktion von EDG, die muss jetzt... Eigentlich muss es jetzt hier Vision sein. Du kannst ihn nicht contesten. Das heißt, du wirst zumindest dann den Vision bekommen. Es wird ein Yolo-Move. Man geht jetzt rein. Gorilla kann die alle so. Und zwar über ewig und drei Tage. Hier kommt die Ultimate. Hier kommt der TP. Der Nash ist weg. Und jetzt kommt der Teamfight. Scout im Fokus. Gorum in der Ultimate. Aber das Exhaust nimmt den völlig weg. Wird hier vernichtet. Gorilla fällt also Carry Down. Aber das ist kein Problem. Weil Rock Steiger ist immer noch hier hinterher. Chase die Ultimate. Trifft Maiko. Peanut geht hinterher. Ihr habt noch den Flash. Zumindest in wenigen Sekunden wieder ab. Deft ist definitiv tief tot. Kuro trifft ihn mit dem Stun. Der Rest ist Aufräumarbeit. Rock Steigers wird hier gerade komplett zum Sieger entlandt werden. Das sind 14.000 Vorsprung. Nash Buff und das wird mindestens eine Nip, wenn nicht sogar zwei. 23. Minute, wie angesprochen. Rock Steigers, das Team mit den schnellsten und auch souveränsten und meisten Barons von den verbleibenden Teams. Auch hier für Vision Control gesorgt, dann diesen Moment ausgenutzt und man war sich im Klaren darüber, selbst wenn EDG das Ganze hier contesten würde, hätte man hier kein Problem, sich diesen Baron Buff zu sichern. Damit jetzt den ersten Inhibitor auf der Top-Lane genommen, das ist ein sehr wichtiger und weitere werden folgen. Aber dieser Contest war ja, also der kann nicht funktionieren. Du bist Nein, so spät dran gegen eine Zyra, das gewinnst du niemals. Aber da merkt man halt auch einfach, okay, da gehen langsam ein Stück weit die Ideen aus. Da weißt du nicht, ja, aber welche Idee willst du auch hier haben? Gorilla ist halt in der Lage, das komplette Team zu zonen auf seiner Zyra. Kommt dann rein, landet einen echt guten Exhaust noch von der Seitposition auf Koro 1, der dadurch auf seinem Cannon Negativschaden mit seinem Ultimate verwendet hat. Und dann, diese Deft wäre dann auch davon gekommen. Also er hat den Karma Speed-Up, entscheidet sich dazu, für ein Play zu gehen gegen Koro. Das war auch absolut... Aber Smap kommt von unten. Also Tod ist er wahrscheinlich so oder so. Ist dann halt immer so ein bisschen die Frage, versuchst du nochmal zumindest gegen zu trainen, aber im Endeffekt sieht es zumindest sehr unglücklich aus. Die Ryze Ultimate hätte vielleicht nochmal einen Unterschied machen können, weil Kuro und Prey da sehr alleine im Pit waren, weil eben Kennen da draußen war und du machst natürlich nicht die Tür auf, wenn so ein Kennen da draußen um und her geht. Ja. Da muss man leider die Tür verschlossen halten und dementsprechend hier keine Chance. 15.000 Gold Vorsprung, die Jhin Ultimate jetzt hier zum wiederholten Male als Engage. Kuro geht rein. Aber guck dir mal den Schaden an! Prey ist down! Von Kuro jetzt in Gefahr. Gorilla kann hier nochmal rausfälschen. Kuro ist down. Kuro kann jetzt hier vielleicht nochmal mit Peanut an seiner Seite rein. Deft ist schon mal weg. Double Kill für Aurelion Sol. Die Ultimate von Kid auf halbherzig. Scout wiederum auch noch down. Das ist ein Kill für Maokai. Smap killt auch auf diesen Champion weiter Gegner. Und jetzt kommt der Flash Kick
von Peanut gönnt sich damit diesen Kill. 18 zu 4. Diesmal sind es 26 Minuten, bis die Nexus Dudes hier ineinander fallen wie ein Kartenhaus. EDG wird hier eine Lehrstunde kassieren von Rocks Tigers in dieser zweiten Begegnung. Diesmal hatten sie ein Team, was agieren konnten, aber Rocks Tigers war einfach immer einen, wenn nicht sogar mehr Schritte voraus. Ja. Absolute Deklassierung hier von einem Weltklasse-Team. Sehr traurig, sich das Ganze mit anzuschauen. Also ich habe deutlich mehr erwartet von diesem Team. Natürlich haben sie mit Maus ihren Top-Laner hier in diesem Viertelfinale missen müssen. Aber die Leistung insbesondere von Clearlove, die lässt hier wirklich zu wünschen übrig. Starke Enttäuschung in diesem Turnier. Für mich der Name Award 2016, ja, der hier an Clearlove geht. Name ja als wohl gehyptester Spieler in die Weltmeisterschaft letztes Jahr gegangen, hat dann auch vollkommen underperformed, ist in der Gruppenphase ausgeschieden. Hier hat es EDG zumindest mit Ache und Krache noch in die Viertelfinalspiele geschafft. Aber von einem Team wie EDG muss mehr kommen. Ja, ja? Auf jeden Fall. 26 Minuten Stomp. Nee. Also was willst du da machen? Du hast prinzipiell eigentlich Lanes gepickt, die es machen können. Du verlierst früh Botlane-Turret, danach wird eigentlich nur noch durchrotiert. Das wird unsere Analyse-Ecke aber natürlich für euch nochmal perfekt in kleinste Filetstücke servieren und dann natürlich euch zu Gemüte führen mit dem auf dem Silbertablett und mit dem Löffel nochmal reinfüttern. Deswegen gehen wir in eine kurze Pause, damit die das vorbereiten können. Der Junge ist schon richtig heiß. Wir gehen in eine kurze Pause. Tschüss und bis gleich. Aber wir brauchen echt einen, der einfach... Du musst halt, wir drückt. Brauchen halt Regie, ne? Wir brauchen ist, Regie. Für dafür, nicht schreib für den auf. Rest, aber schreib dafür. Mal auf, schreib mal auf. Regie. Re, wie schreibt man das? Mit Summer P? Split? Nee, R-E-P-H. Das R steht für Qualität, richtig? Danke dir.
Hi, mein Name ist Alex aka Kavalierpirat und ich bin meistens hinter der Kamera tätig. Ja, ich bin der Kameramann, ich mache die ganzen Schnitte, Spezialeffekte und so weiter und Livestream, Mischmasch, die Animationen dafür, Intros. Ich bin also eher so der hinter den Kulissen wirkt, der mit den Leuten die Ideen quasi ausführt, ihnen hilft, während sie vor der Kamera stehen, nicht noch auch noch die Kamera bedienen müssen. Und generell bin ich zusammen das Ende gekommen, indem ich bei Freaks4U angefangen habe, durch einen sehr guten Freund, und das war der Max damals. Habe ich eben hier angefangen, war im Mediateam tätig und bin dann zu Summon Us Inn gewechselt. Das aktuell Schönste in meinem Leben ist, wenn ich große Projekte verwirklichen darf. Das macht mir jede Menge Spaß, das zu organisieren, einen richtig geilen Film quasi rauszubringen, richtig geiles Video zu machen. Salzsturm der Gefühle ist da eine Sache, die ich gerne nennen möchte. Und generell werde ich auch auf den Worlds hinter der Kamera mitarbeiten. Und hoffentlich euch eine gute Show von hinter den Kulissen bieten. Peanut Butter Jelly Time. Und damit herzlich willkommen zurück zu Hashtag WorldsGear, der deutschen Übertragung der Worlds aus Chicago, live in Spandau. Und mit mir werden jetzt dieses unfassbar spannende Match der Burak und der Kevin aka Kevin moderieren, analysieren. Ja. War übel spannend. wir haben eben schon darüber geredet, wie das wahrscheinlich so hinter den Kulissen abläuft, der Coach, nach Match 1. So Jungs, wir haben jetzt übel kassiert, wir probieren jetzt mal Hecarim. Und lassen mal auch Aurea und Sol und Zyra offen, das war okay, das können wir handeln. Ja. Nee, wenn jetzt kein Zyra und Aurea und Sol Ban kommt, dann gehe ich glaube ich nach Hause. Also EDG war ja gerade Blue Side und sie werden jetzt, wenn sie Red Side spielen, falls Rockstar jetzt für Red Side entschieden hat, Blue Side entschieden hat, schon die Lage gezwungen werden, Nihalie zu bannen. So, Nihalie will es nicht auflassen, vor allem nicht gegen Peanut, der zerpflückt halt jedes Team. So. Und da ist halt noch zwei Bans offen. Was ich halt nicht verstehe, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass EDG Olaf gebannt hat. Und das habe ich auch nicht verstanden. Ich dachte vielleicht wegen irgendeinem Pick, den sie machen wollen, aber dann habe ich überlegt, ja gut, aber was macht denn Olaf so übel kaputt? Ja, also der Elise-Ban ist noch nachvollziehbar. Peanut ist halt auch super starke Elise-Spieler, hat man noch gesehen, diesen Replays eben. Ja. Jace hat man auch noch so ein bisschen nachvollziehen können, aber Olaf hätten die halt. Das habe ich nicht verstanden. Also vielleicht hatten die einen Plan. Wenn sie einen hatten, ist ja nicht aufgegangen. Nee, nicht. Aber ich will jetzt unbedingt einen Zyra-Bun oder einen Aurelion-Soll-Bun sehen. Und oder. Ja, und ja. Oder. Also einer ist ja wahrscheinlich picken, schon, also Nihalie ist wahrscheinlich schon klar. Red Side Nihalie-Bun ist 80%, 90% glaube ich bisher im Tournament gewesen. Ja. Und ja, die anderen beiden muss man halt gucken. Ja. Aber es lag jetzt auch nicht an Koro, ne? Nee, also der wird ja halt totgekämmt mit, kommt noch Aurelion angeflattert mit Genki Dama und alle diven dich. Ist halt schon traurig, aber es lag halt echt nicht an ihm. Ich finde enttäuschend echt die Leistung von ja, was wir gerade auch schon im Cast gehört haben. Klelaf und die Botlane kassiert auch im 2v2 übel, aber Gorilla spielt auch so echt unfassbar gut, oder? Ja, also er spielt super gut. Alle spielen super gut von Rock, so wie es eigentlich erwartet wurde von denen. Der Einzige, der so irgendwo einigermaßen mithält, ist Scout. Der macht ein ganz gutes Game eigentlich. Super solide. Und der Substitute eigentlich. Ja. Und der Substitute, der halt nicht viel zu tun hat. Also Toplane war halt eh so eine Sache. Hatte im Early gute Pressure auf Maokai. Ja. Aber dann, wie wir gesagt haben, nach Level 6, Level 7, da ist einfach der Damage von Maokai und die Tankiness einfach da gegen den Cannon. Und danach wird er einfach abused, da Maokai einfach diven kann mit Dorian und Zul durch die Wand. Zack, zack, ist er tot. Keine Chance. Allgemein, das ganze Team kriegt einfach nur auf den Sack. Gut, wir erklären euch das jetzt mal anhand von Replays, wie es zu diesem Storm kommen konnte. Und zwar hatten wir da, ja, einmal pausieren bitte, da hatten wir auf der Top-Lane eine Situation, wo direkt dann das Cross-Map-Play gemacht wird, wo man sich bemüht von seitens EDG, die leider Top-Lane aufs Maul bekommen haben, das dann auszugleichen. Das ist immer der Gedanke dahinter. So, das hier war ein proaktives Spiel von Rock Tigers auf der Top-Seite der Karte. Man sieht auf der Minimap, Peanut ist oben, die verprügeln gerade Koro, wie man es halt gewohnt ist. Und dementsprechend versucht EEG, wie es jedes Team machen würde, auf der Bordseite irgendwas zu machen, sei es ein Turret, ein Drake oder ein Fight. Genau. Sie sind dann in einer Überzahlsituation, also starten sie einen Fight und wenn wir jetzt weitergehen im Replay. Aber dann kommt halt leider Gorilla. Ja, es ist Gorilla und Gorilla kommt und Dingens geht halt. Michael geht einfach. Da ist der 1-für-1-Trade, was an sich nicht so bad aussieht, was aber super, super schlecht ist, angesichts der Tatsache, dass das ein Counterplay war, dass du hättest gewinnen müssen. Man hätte vielleicht jetzt noch den Drake machen können, aber Scout hat gechased. Bis, ja, der ist ja ein bisschen T2 die ganze Milchstraße runter irgendwie. das war halt schade. Sonst hätte. Also, das ist halt wirklich so dieser feine Unterschied, denke ich. Dann wirklich zu sagen, okay,
Lief jetzt leider nur 1-1, aber wir versuchen trotzdem noch entweder Tower zu pushen und wenn es nur Damage ein bisschen drauf tun ist, ja, oder einen Drake zu machen. Ja, der Drake wäre die bessere Entscheidung gewesen, ja, definitiv. Ja, ja, schon Drake. Und so fängt es halt an. So, du siehst dann nachher tolle Teamfights, wo man dann irgendwie schon 5 oder 10k vorne ist. Aber das sind halt die kleinen Dinge, wo ein professionelles Team auf der Ebene anfängt zu snowballen. Und Kevin, das geht dann weiter. Im zweiten Replay sehen wir das. Mit einem unfassbar gebooteten Hecarim. Jo, aber du kannst ja mal aus deiner Sicht das formulieren. Ja, also es war am Anfang eigentlich ein guter Engage, Re-Engage hier. Kannst weiter, mach ruhig. Jetzt kommt erstmal super, gut, super Sidestep. Gut, aber ja, halt echt Millimeter. Eigentlich, die Animation war eigentlich drauf. Und hier eigentlich super gespielt von Koro. Bisschen später Flash, aber im Endeffekt die Ultimate wunderschön. Der Stun, drei Mann getroffen und ja, die wichtigen Leute, Deft und Scout getroffen. Ja. Und dann hier oben jetzt bitte einmal pausieren. Und jetzt einfach Gorilla, wartet. No, so, jetzt kann perfekter Moment, ne? Das ist genau der Moment, wo sich das Viertelfinale entschieden hat, meiner Meinung nach. Quasi. Denn wir haben es jetzt schon letzte Runde gesehen und der Gorilla, der kommt einfach von der Liane runtergesprungen aus dem Dschungel und böllert halt die Chinesen bis nach Madagaskar Süd weg. Und zwar so. Jo, also war brutal. 3 Leute in E, Ultimate auf alle, die restlichen, dann noch Exhaustion auf Koro und easy win. Ja, und danach waren sie dann schon nach, ich glaube, da waren sie schon 5k vorne und ja, dann haben sie halt unfassbar gesnowballt. Ja. Ne? Normale Rotation, erst die Side-Turrets, dann die Mid-Turret. Und dann das letzte Replay beim Baron. Also die ganz normal, ist ganz normal runtergespielt beim Baron. Und der war wirklich, nochmal bitte einmal zurück. Kannst du nochmal von vorne starten? So, da sieht man jetzt, stopp. Zwei Mann Snare, dann sieht man die Ult von Gorilla wieder, die einfach zum Zone da ist. Da kommt der TP von Koro rein, welcher ganz nice gesetzt ist. Achtet man jetzt auf Cannon, der tut einem da halt echt leid. Also es ist eigentlich gut gespielt von Koro, aber der Exhaust hätte noch besser gespielt tatsächlich. Dann kommt halt so, das ist halt Ult, ein kleiner Hit von Prey, tot. Und normalerweise würde ich sagen, ja klar, Baron denkt man immer erstmal an Jungler, aber der Baron war echt gesponsert von Gorilla wieder mit der Ult. Das Zoning-Potenzial ist so krass mit Zyra. Ja. Gut, danach wurde halt aufgeräumt. Aber muss halt Zyra auch gut genug spielen können, weil ich glaube, wir haben im Cast gehört, dass Zyra gut zu abusen ist, da sie jetzt super, super squishy ist. Und wenn du an ihr dran bist, du bist an ihr dran. Du zerflippst. Hat man ja gesehen, ne? So, also Gorilla hat halt immer seine Flash parat gehabt, er hat seine Snares sehr, sehr gut gesetzt. Und die Melee-Pflanzen slowen einen ja auch. Und das heißt, wenn du dich selber so gut peelen kannst, gleichzeitig aber das Team kontrollieren kannst, hast du so einen krassen Impact mit Zyra, ist insane. Deswegen ist Gorilla einfach so ein so guter Support darauf. Ja, das meinte ich auch. Also, es ist nicht Zyra. Klar, es ist auch Zyra, aber es ist vor allem Gorilla. Und ja, ich bin gespannt, was jetzt kommen wird. Ich gehe davon aus, Aurelion soll Zyra bannen, sonst inter ich mal eine Runde Top-Lane. wir gehen jetzt erstmal in eine Werbeunterbrechung und sehen uns dann gleich wieder in der Pick-and-Bun-Phase. Tschüssi.